Moin, hier ist Computerspieler und ich begrüße euch zum vierten Video der Reihe Wir lernen Schach, nein, die Blitzwoche im August, das vierte Video. So, ich hatte vorher einen Siegzieher gespielt, einen offenen. Soll ich nochmal einen normalen offenen spielen? Nein, ich spiele Maurer Gambit, wenn das annimmt, heißt es. Ich habe keine Ahnung von Maurer Gambit. Ich weiß nur, dass ich das als Schwarzer nicht mag. Und ich mag es wirklich nicht als Schwarzer. Und ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, was ich spielen soll. Ja, ich spiele mal den. Das ist wahrscheinlich viel zu harmlos. Ich habe doch eigentlich einen Bauern geopfert. Ich müsste doch eigentlich viel aggressiver vor Rande gehen. Aber irgendwie habe ich es hingekriegt, dass ich es total harmlos spiele. Okay. Wie heißt es schön? Schuster bleibt deinen Beinen dein leisten. Wenn du keine Ahnung hast, wie man ein bekanntes Spiel spiele es nicht. So, der hängt. Also decken wir den erstmal. Also ich möchte mit dem Springer ziehen. Aber ich spiele viel zu harmlos. Das ist eindeutig. Ich spiele das einfach viel zu ohne Risiko eigentlich. Nehme ich jetzt den raus? Nehme ich den Läufer raus? Ich nehme den Läufer raus. Das kann nicht gut sein für ihn. So, und jetzt decke ich den Springer. Okay, Okay, akzeptiert. Ich gehe mit dem Läufer zurück. Jetzt drohe ich den zu nehmen. Das ist das Gute. Nee, drohe ich nicht. Er kann nehmen, ich verliere den Turm. Ja. Aber im Endeffekt kein Maurer Gambit spielen, wenn man es nicht kennt. Das ist, glaube ich, hier das beste Beweis. Nehme ich den jetzt raus? Ja, rausnehmen tue ich den, aber wie? Ich nehme den Springer mit der Dame raus, dann kann ich nämlich, falls er mit den Bauern vorgeht, einfach decken. Gut, Turm C2 kann böse sein. So. Erstmal verhindern. Jetzt muss ich aufpassen, nicht dass ich ins Matt laufe. Auf jeden Fall brauche ich noch ein Luftloch. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Den Turm decke ich noch mal. Jetzt kann ich nämlich wirklich den rausnehmen. Und im Endeffekt, es war einfach ein schlechter Zug. Schlechtes Spiel. Also Maurer Gambit fasse ich nicht noch mal an. Zumindest nicht ohne Vorbereitung. Also der größte Vorteil ist jetzt, den kann er nicht nehmen. Ich werde jetzt erstmal das beliebte Luftloch machen. Weil sobald ich das Luftloch habe, dürfte er jetzt ein Problem haben. Ich kriege den auf jeden Fall. Gut, er kriegt den. Nee, er kriegt nicht, weil matt droht. Er muss also wahrscheinlich mit dem König jetzt nach F8. Dann nehme ich den jetzt raus. Danke. Und okay, ich krieg den Bauern. Ja, was mache ich jetzt?
Dafür, dass ich das total versaut habe, die Eröffnung, stehe ich gar nicht schlecht. Die Bauernstruktur von mir ist gesünder als seine. Ich bin am Überlegen, ob das hier so die beste Idee war. So. Jetzt ist der Bauer erstmal festgelegt. Er kann nicht ziehen. Jetzt werde ich diesen Bauern ziehen, damit der hier gesichert ist. Und jetzt laufe ich mit dem König rum. Er muss jetzt ziehen. Er spielt den. Ja. Damit der König hier nicht reinkommt. Ich versuche jetzt doch nochmal laut. Ich glaube, das kann er nicht so ohne weiteres spielen. Wenn er den G-Bauern nimmt, kriege ich seinen A-Bauern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Freibauer so stark hier, dass er den Freibauern mir zulassen kann ohne Probleme. Er lässt ihn aber zu. Ich finde, das ist mutig. Besonders weil seine Bauernstruktur ja eigentlich schlechter ist. Gut, der Bauer steht hinter dem Freibauern. Der Turm meine ich natürlich. Der Bauer steht hinter dem Freibauern, klar, der Turm. Aber die Aufgabe war zu früh. Das hätte ich weitergespielt. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Euer Gambit-Spieler.